La séance est ouverte. J'ai la grande joie de donner la parole au professeur Karl Barth de l'Université de Bâle pour la lecture de son exposé sur le grand thème de l'Assemblée d'Amsterdam, désordre de l'homme et dessein de Dieu. Königliche Hoheiten, Herr Vorsitzender, sehr verehrte Versammlung, indem wir an unser Hauptthema herantreten, blicken wir auf eine Vorbereitung zurück, deren geschickte Organisation unseren aufrichtigen Dank und deren mannigfaltige und auf alle Fälle lehrreiche Ergebnisse unsere ernste Anerkennung verdienen. Meine Aufgabe in dieser Eröffnungsrede kann nicht in der Entfaltung eines eigenen Entwurfs zu diesem Thema, sie kann auch nicht darin bestehen, der Diskussion irgendeines der uns vorgelegten Fragekomplexe vorzugreifen. Erlauben Sie mir stattdessen einige Anmerkungen zum Ganzen, die sich mir beim Studium des Vorbereitungsmaterials aufgedrängt haben. Der Kreis, dessen Inhalt unsere vier Sektionen schon beschäftigt hat und in diesen Tagen neu beschäftigen wird, hat einen Rand und hat eine Mitte. Es wird bei Ihnen stehen, ob Sie das, was ich Ihnen jetzt sagen möchte, als Randbemerkungen oder als Zentralbemerkungen verstehen wollen. Sie werden es mir jedenfalls glauben, dass das nun eben meine Art sein soll, mich der Verantwortung zu unterstellen, die wir hier gemeinsam auf uns genommen haben. Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan. Darf ich Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf die Frage richten, ob wir dieses Thema nicht in seiner Gesamtheit und in allen seinen Aspekten von hinten nach vorn betrachten und behandeln müssen. Es heißt ja, dass wir am ersten nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten sollen, damit uns dann alles das, was wir im Blick auf die Unordnung der Welt nötig haben, hinzugefügt werden möge. Dürfen und wollen wir mit dieser Reihenfolge nicht ernst machen. Der Heilsplan Gottes ist oben, die Unordnung der Welt aber und so auch unsere Vorstellungen von ihren Gründen, so auch unsere Vorschläge und Pläne zu ihrer Bekämpfung. Das alles ist unten. Was es mit diesem ganzen Wesen, unser eigenes kirchliches Wesen mit eingeschlossen, auf sich hat, das kann uns, wenn überhaupt, nur von droben, nur von Gottes Heilsplan her sichtbar und greifbar werden. Wogegen es von der Unordnung der Welt und auch von unseren ihr zugewendeten christlichen Analysen und Postulaten her keinen Ausblick und Ausweg gibt hinauf zu Gottes Heilsplan. Wir sollten in keiner
unserer Sektionen dort drunten anfangen wollen. Nicht bei der Einigkeit und Uneinigkeit unserer Kirchen, nicht bei der Art und Unart des modernen Menschen, nicht bei dem Schreckensbild einer nur noch technisch orientierten und nur noch auf Produktion bedachten Kultur, nicht bei dem Bilde des Zusammenstoßes eines gottlosen Westens mit einem gottlosen Osten, nicht bei der drohenden Atombombe und erst recht nicht bei den Fahrüberlegungen und Maßnahmen, mit denen wir allem diesem Unheil zu begegnen gedenken. Man hört in dem uns vorgelegten Material doch zu viel Stimmen mühsam unterdrückter Sorge und Angst und andererseits zu viel Stimmen allzu freundlicher Illusionen, als dass wir nicht gewarnt sein müssten. Sie sind Symptome dafür, dass die Frage nach dem rechten Weg, der von oben nach unten führt, nicht gleichgültig ist. Wir haben gewiss recht, wenn wir unseren Bruder, den modernen Menschen, auf die Hut setzen wollen, davor, vor lauter wissenschaftlich-technischen Problemen und Problemlösungen zu vergessen, dass er selbst ein Teil des Übels ist, das er auf diesem Weg überwinden zu können meint. Zu vergessen, dass er nicht Richter, sondern Angeklagter ist. Zu vergessen, dass die menschliche Existenz keinen Sinn hat, ohne den Glauben an eine transzendente Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe, die der Mensch nicht selbst erschaffen, durch die er sich nur binden lassen kann. Aber wie stünde es in allen diesen drei Punkten mit dem Balken in unserem eigenen Auge? Und wie sollten wir diesem unserem Bruder helfen können, wenn wir uns auf eine positivistische Denkweise einlassen und versteifen wollten, die mit dem uns gebotenen, dem christlichen Realismus, gewiss nichts zu tun hatte? La séance est ouverte. J'ai la grande joie de donner la parole au professeur Karl Barth de l'Université de Bâle pour la lecture de son exposé sur le grand thème de l'Assemblée d'Amsterdam, désordre de l'homme et dessein de Dieu. Königliche Hoheiten, Herr Vorsitzender, sehr verehrte Versammlung, indem wir an unser Hauptthema herantreten, blicken wir auf eine Vorbereitung zurück, deren geschickte Organisation unseren aufrichtigen Dank und deren mannigfaltige und auf alle Fälle lehrreiche Ergebnisse unsere ernste Anerkennung verdienen. Meine Aufgabe in dieser Eröffnungsrede kann nicht in der Entfaltung eines eigenen Entwurfs zu diesem Thema, sie kann auch nicht darin bestehen, der Diskussion irgendeines der uns vorgelegten Fragekomplexe vorzugreifen.
Erlauben Sie mir stattdessen einige Anmerkungen zum Ganzen, die sich mir beim Studium des Vorbereitungsmaterials aufgedrängt haben. Der Kreis, dessen Inhalt unsere vier Sektionen schon beschäftigt hat und in diesen Tagen neu beschäftigen wird, hat einen Rand und hat eine Mitte. Es wird bei Ihnen stehen, ob Sie das, was ich Ihnen jetzt sagen möchte, als Randbemerkungen oder als Zentralbemerkungen verstehen wollen. Sie werden es mir jedenfalls glauben, dass das nun eben meine Art sein soll, mich der Verantwortung zu unterstellen, die wir hier gemeinsam auf uns genommen haben. Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan. Darf ich Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf die Frage richten, ob wir dieses Thema nicht in seiner Gesamtheit und in allen seinen Aspekten von hinten nach vorn betrachten und behandeln müssen? Es heißt ja, dass wir am ersten nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten sollen, damit uns dann alles das, was wir im Blick auf die Unordnung der Welt nötig haben, hinzugefügt werden möge. Dürfen und wollen wir mit dieser Reihenfolge nicht ernst machen. Der Heilsplan Gottes ist oben, die Unordnung der Welt aber und so auch unsere Vorstellungen von ihren Gründen, so auch unsere Vorschläge und Pläne zu ihrer Bekämpfung. Das alles ist unten. Was es mit diesem ganzen Wesen, unser eigenes kirchliches Wesen mit eingeschlossen, auf sich hat, das kann uns, wenn überhaupt, nur von droben, nur von Gottes Heilsplan her sichtbar und greifbar werden. Wogegen es von der Unordnung der Welt und auch von unseren ihr zugewendeten christlichen Analysen und Postulaten her keinen Ausblick und Ausweg gibt hinauf zu Gottes Heilsplan. Wir sollten in keiner unserer Sektionen dort drunten anfangen wollen. Nicht bei der Einigkeit und Uneinigkeit unserer Kirchen, nicht bei der Art und Unart des modernen Menschen, nicht bei dem Schreckensbild einer nur noch technisch orientierten und nur noch auf Produktion bedachten Kultur, nicht bei dem Bilde des Zusammenstoßes eines gottlosen Westens mit einem gottlosen Osten, nicht bei der drohenden Atombombe und erst recht nicht bei den paar Überlegungen und Maßnahmen, mit denen wir allem diesem Unheil zu begegnen gedenken. Man hört in dem uns vorgelegten Material doch zu viel Stimmen mühsam unterdrückter Sorge und Angst und andererseits zu viel Stimmen allzu freundlicher Illusionen, als dass wir nicht gewarnt sein müssten. Sie sind Symptome dafür, dass die Frage nach dem rechten Weg, der von oben nach unten führt,
nicht gleichgültig ist. Wir haben gewiss recht, wenn wir unseren Bruder, den modernen Menschen, auf die Hut setzen wollen, davor, vor lauter wissenschaftlich-technischen Problemen und Problemlösungen zu vergessen, dass er selbst ein Teil des Übels ist, das er auf diesem Weg überwinden zu können meint. Zu vergessen, dass er nicht Richter, sondern Angeklagter ist. Zu vergessen, dass die menschliche Existenz keinen Sinn hat, ohne den Glauben an eine transzendente Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe, die der Mensch nicht selbst erschaffen, durch die er sich nur binden lassen kann. Aber wie stünde es in allen diesen drei Punkten mit dem Balken in unserem eigenen Auge? Und wie sollten wir diesem unserem Bruder helfen können, wenn wir uns auf eine positivistische Denkweise einlassen und versteifen wollten, die mit dem uns gebotenen, dem christlichen Realismus, gewiss nichts zu tun hatte? Darf ich an einigen Beispielen deutlich machen, an was für eine geistliche Haltung ich denke, wenn ich von dieser Freiheit rede? Uns beschäftigt in unserer ersten Sektion die konfessionelle Getrenntheit unserer Kirchen und unsere Hoffnung auf irgendeine Gestalt ihres Zusammenschlusses. Die Haltung geistlicher Freiheit, auf die es jetzt ankäme, bestünde darin, dass wir in unseren sämtlichen Interessen, Anliegen und Wünschen, in den konfessionellen ebenso wie in den ökumenischen, ein wenig locker ließen und uns fragen ließen, was denn der von uns denkt und will, dessen Name doch den Mittelpunkt aller unserer Konfessionen bildet, der aber auch allein das Recht und die Macht hat, uns zu seiner einen heiligen allgemeinen Kirche zusammenzurufen und zusammenzuschließen. Machen wir uns klar, wenn wir nicht auf ihn hören, dann sind sowohl das konfessionelle wie das ökumenische Prinzip leere, geistlose, säkulare Formen, über die zu streiten und über die sich zu vertragen, gleich unfruchtbar ist. Wir dürfen aber auf ihn hören. Wir dürfen die einfache Tatsache gelten lassen, dass er in seinem Werk und Wort unser Herr ist und nicht wir mit unseren christlichen Ideen seine Herren sind. Wir wissen nicht, was daraus werden wird, wenn wir auf ihn hören. Wir wissen nicht, wie sich unsere konfessionellen und unsere ökumenischen Vorstellungen im Feuer der Prüfung durch sein Wort bewähren werden. Wir sollen das auch nicht im Voraus wissen wollen. Wir dürfen aber wissen, dass es allen unseren Anliegen und dass es uns selbst und unseren Kirchen nur heilsam sein
Sie und uns in das Feuer dieser Prüfung zu stellen. Ich kann nicht ganz schweigen von einer ernsten Schwierigkeit, die wir uns in dieser Sache selber bereitet haben. Wir sind hier unterwegs zwischen einer nicht mehr ganz bestehenden Trennung und einer noch nicht recht erreichten Einheit unserer Kirche. Es war in dem Stadium, in dem wir uns jetzt befinden, noch nicht möglich, dass wir hier gemeinsam Abendmahl feierten. Es wird das vielleicht noch lange nicht möglich sein. Wir hätten das damit sichtbar machen dürfen, dass wir hier in Amsterdam nun eben kein Abendmahl gefeiert hätten. Wir durften das aber nicht damit sichtbar machen, dass wir nun gerade hier getrennte Abendmähler feiern werden. Wir durften hier mit beschwertem, aber mit gutem Gewissen eine unvollkommene Gemeinde des einen Herrn sein. Es kann aber kein Segen und keine Verheißung darauf liegen, wenn wir nun ausgerechnet hier mit der einen Hand zurückstoßen werden, was wir mit der anderen Hand doch empfangen möchten. Wir werden nun die Freiheit für den einen Herrn Jesus Christus trotz dieser getrennten Abendmähler zu gewinnen und zu behaupten versuchen müssen. Möchte uns diese Freiheit dann auch das bedeuten, dass das Seufzen oder die Entrüstung über die Absagen, die wir von den Kirchen von Rom und von Moskau erhalten haben, in den Verhandlungen unserer ersten Sektion einen möglichst geringen Raum einnimmt? Warum sollten wir in diesen Absagen nicht schlicht die gewaltige Hand Gottes über uns erkennen? Gott gibt uns damit vielleicht ein Zeichen, durch das er uns jeden Wahn nehmen will, als könnten wir hier einen Turm bauen, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Gott zeigt uns damit vielleicht, wie kümmerlich unser Licht bis jetzt noch war, da es offenbar noch nicht einmal in diese anderen, angeblich doch auch christlichen Bereiche hinüber zu leuchten vermochte. Und Gott bewahrt uns damit vielleicht vor Gesprächspartnern, mit denen zusammen wir hier nicht einmal in einer unvollkommenen Weise Gemeinde sein könnten, weil sie, wenn auch aus verschiedenen Gründen, gerade die Bewegung von allem Kirchentum weg zu Jesus Christus hin nicht vollziehen wollen. Die Bewegung, ohne die Christen verschiedener Herkunft und Art nun einmal nicht miteinander reden, nicht aufeinander hören, geschweige denn zusammenkommen können. Und Gott stellt uns vielleicht gerade damit einen sehr guten Ort, dass ausgerechnet Rom und Moskau darin einig zu sein scheinen, dass sie von uns nichts wissen wollen. Ich schlage vor, dass wir Gott nun eben auch darin loben und danken wollen, dass es ihm gefällt, unseren Plänen
in so deutlicher Weise in den Weg zu treten. Und nun beschäftigt uns in unserer zweiten Sektion die Frage des Auftrags der Kirche in der Verkündigung des Evangeliums. Eine gute, eine nötige Frage. Wie könnte sie uns in Ruhe lassen? Es gibt ja so viele Menschen, die die Kunde von Gottes in Jesus Christus geschehenem Gnadenwerk noch nie gehört oder wieder vergessen und vielleicht darum wieder vergessen haben, weil unsere Kirchen sie ihnen noch nie richtig ausgerichtet haben. Es braucht ja so viel Gebet und so viel Arbeit dazu, damit unser Zeugnis nicht irgendein frommes und moralisches Gerede, sondern wirklich das Evangelium von Jesus Christus sei. Und es ist ja eine so hohe Kunst, in der Ausrichtung dieses Zeugnisses so schlechterdings einfach und direkt zu werden, wie es durch diese Botschaft gefordert ist. Aber was uns auch in dieser Sache allein helfen kann, das ist eine Haltung geistlicher Freiheit und Freude, die darauf beruht, dass es uns um die schon siegreiche Sache unseres Herrn und nicht um unsere irgendeinem Sieg entgegenzuführende Sache geht. Ich sehe merkwürdigerweise gerade über dem uns hier in der zweiten Sektion vorgelegten Material so etwas wie einen tiefen Trauerschatten, der davon herzurühren scheint, dass wohl noch allzu viele der Meinung sind, als müssten wir Christenmenschen und Kirchenleute das ausrichten, was doch nur Gott selbst vollbringen kann und was er ganz allein vollbringen will. Dies nämlich, dass Menschen wirklich durch das Evangelium wirklich zum Glauben kommen. Lasst uns aus diesem Trauerschatten heraustreten. Wir dürfen Gottes Zeugen sein, Gottes Advokaten, Ingenieure, Manager, Statistiker und Verwaltungsdirektoren zu sein, hat er uns nicht berufen. Den Sorgen solcher Tätigkeit in seinem Dienst sind wir also nicht beladen. Wie kommen wir eigentlich zu der fantastischen Meinung, der Säkularismus und die Gottlosigkeit seien Erfindungen unserer Zeit? Es habe einmal ein herrliches christliches Mittelalter mit einem allgemeinen christlichen Glauben gegeben und diesen wunderbaren Zustand in neuer Form wiederherzustellen, das sei nun unsere Aufgabe. Wie kommen wir auf den grämlichen Gedanken, unsere evangelistische Beziehung zu den modernen Menschen darauf zu begründen, dass wir uns in Tabellenform über ihre verruchten Axiome verständigen, als ob es uns erlaubt wäre, diese Weltleute von heute auch nur einen Augenblick lang anders zu betrachten, als unter dem Gesichtspunkt, dass Jesus Christus auch für sie gestorben und auferstanden, auch ihr göttlicher Bruder und Erlöser geworden ist. Wie kommen wir nur dazu, uns die zuerst von einem deutschen Nationalsozialisten vorgetragene Phrase, dass wir heute in einer unchristlichen,
ja in einer nachchristlichen Ära lebten, zu eigen zu machen, und zwar mit einer Selbstverständlichkeit zu eigen zu machen, als ob wir von der Begrenzung unserer Zeit durch Jesu Christi Auferstehung und Wiederkunft noch nie etwas gehört hätten, um dann ausgerechnet von dieser Voraussetzung aus darüber meditieren zu wollen, wie man in unseren Tagen am besten Evangelisation und Mission treiben könnte. Nachchristliche Ära, Unsinn! Etwas anderes aber könnte sehr wohl in Frage kommen. Was könnten wir eigentlich dagegen einzuwenden haben, wenn es Gott nun eben gefallen sollte, sein Werk nicht in einer weiteren zahlenmäßigen Vermehrung, sondern umgekehrt in einer energischen, zahlenmäßigen Verminderung der sogenannten Christenheit weiter und seinem Ziele entgegenzuführen? Mir scheint, es gibt für uns in diesem Bereich keine andere Frage als die, wie wir uns selbst von allem Quantitätsdenken, von aller Statistik, von allem Rechnen mit sichtbaren Erfolgen, von allem Streben nach einem christlichen Weltreich freimachen und wie wir dann unser Zeugnis zum Zeugnis von der Souveränität, der Barmherzigkeit Gottes gestalten könnten. Der Barmherzigkeit Gottes, von der wir doch alle allein leben können. Und so zu einem Zeugnis, dem der Heilige Geist seine Bestätigung sicher nicht verweigern wird. Und nun werden uns schließlich in unserer dritten und vierten Sektion die Probleme der sozialen und der internationalen Unordnung und die der christlichen Stellungnahme ihr gegenüber beschäftigen. Wie sollten uns diese Probleme nicht brennen? Wie sollten wir uns ihnen entziehen dürfen? Ich bitte aber, mich auch hier dafür einsetzen zu dürfen, dass wir ihnen in keiner anderen als in der Haltung geistlicher Freiheit entgegentreten. In der Haltung, in der wir uns auf Gott allein und gar nicht auf Menschen und am letzten auf uns selbst, auf die Kraft irgendwelcher christlicher Unternehmungen verlassen. Die Unordnung der Welt ist heute auch in dieser Hinsicht nicht kleiner, aber auch nicht größer, als sie es immer war. Inmitten dieser Unordnung, Gottes Reich als das der Gerechtigkeit und des Friedens anzuzeigen, das ist der prophetische Auftrag der Kirche, der Auftrag ihres politischen Wächteramtes und ihres sozialen Samariterdienstes. Wir können uns nicht zufrieden geben mit der Art, wie die Kirche früherer Zeiten diesen Auftrag ausführte. Sehen wir zu, dass wir ihn nach den uns gegebenen Erkenntnissen in unserer Zeit besser ausführen. Auf zweierlei wird hier aber alles ankommen. Es wird erstens das Reich, das wir der Welt anzeigen, das Reich Gottes sein müssen und nicht das Reich irgend
welcher von uns für gut gehaltenen Ideen und Prinzipien. Unser Ja und unser Nein zum Tun der Gesellschaft und der Staaten. Es sei das Ja oder Nein des Evangeliums und nicht das Ja oder Nein irgendeines Gesetzes. Wir werden uns auf nichts festlegen können, als auf den Gehorsam gegen die konkreten Gebote des lebendigen, gegenwärtigen Herrn Jesus Christus. Wir haben also nicht auf irgendwelche christliche Marschrouten zu sinnen, sondern wir haben uns im konkreten Gehorsam gegen diesen lebendigen Herrn zu üben. Es könnte sonst nicht ausbleiben, dass das, was wir der Welt unter der Autorität des Wortes Gottes meinen anzeigen zu sollen, ein Programm wie ein anderes sein könnte. Und wer weiß, ein Programm, welches dem bestimmter Parteien, Klassen und Nationen nur zu verwandt sein möchte. Darf man sich nicht wundern darüber, dass der ganze Problemkreis des Eigentums, des Grundbesitzes und der Grundrente, das Problem des Kapitals, des Zinses und des Geldes überhaupt im dritten und vierten Band unseres Vorbereitungsmaterials nicht einmal angerührt, geschweige denn diskutiert und bearbeitet wird, als wäre dieser Bereich tabu. Gerade dieser Bereich, der nun doch im Neuen Testament ausdrücklich unter die Alternative Gott oder der Mammon gestellt wird. Verehrte Anwesende, so etwas meinen vielleicht die ehrwürdigen Väter der Moskauer Synode oder ihre politischen Ratgeber, die uns nun so lieblos in Bausch und Bogen eines antidemokratischen Wesens bezichtigt haben. Ist die Sache ganz ohne ein Partikelchen Wahrheit? Ich fürchte, dass wir dem Kommunismus von da aus zwar nicht schlechter, aber auch nicht besser begegnen können werden als die Mehrzahl unserer sonstigen westlichen Zeitgenossenschaft. Aber ich erwähne diesen Punkt nur, um darauf aufmerksam zu machen, wir müssen dessen sehr sicher sein, dass wir in Ausführung unseres prophetischen Auftrags wirklich Gottes Reich und nicht in besten Treuen doch irgendein anderes Reich anzeigen. Wir dürften uns sonst nicht wundern, wenn unsere noch so gut gemeinten Ratschläge die Beachtung nicht finden würden, deren wir sie für würdig halten. Und wir werden zweitens zu bedenken haben, dass wir Gottes Reich doch nur anzeigen können. Wir warten, indem wir unser politisches Wächteramt und unseren sozialen Samariterdienst wahrnehmen, warten wir auf die unbewegliche Stadt, die Gott bauen wird. Wir warten also nicht
auf einen mit christlicher Assistenz zu errichtenden Zukunftsstaat liberalen oder autoritären Charakters. Diese Welt vergeht. Wir haben hier eine revolutionäre Hoffnung, sondergleichen zu verkündigen. Wir haben hier aber kein System von gesellschaftlichen oder politischen Prinzipien anzubieten, welches als solches den Inhalt dieser Hoffnung darstellen wollte. Es gibt kein solches System. Es gibt nur christliche Entscheidungen als Demonstrationen und Zeichen dieser Hoffnung. Denn Gott selbst und er ganz allein ist diese Hoffnung. Dass wir zu solchen christlichen Entscheidungen inmitten einer bösen Welt wach, willig und bereit sehen, das ist es, was von uns verlangt ist. Wir werden es nicht sehen, welche diese böse Welt in eine gute verwandelt. Gott hat seine Herrschaft über die Welt nicht an uns abgetreten. Ihre Rettung, die schon geschehen ist, sie war nicht unser Werk. Und so wird auch das, was noch aussteht, die Offenbarung ihrer Rettung, der neue Himmel und die neue Erde, nicht unser, sondern sein Werk sein. Dass wir inmitten der politischen und sozialen Unordnung der Welt seine Zeugen, Jesu Jünger und Knechte sein, das ist alles, was von uns verlangt ist. Wir werden eben damit, das zu sein, alle Hände voll zu tun haben. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Verehrte Versammlung, ich bin am Ende. Und ich muss im Blick auf das vorbereitende Material wohl annehmen, dass ich vielen von Ihnen jetzt nicht aus dem Herzen gesprochen habe. Vielleicht haben Sie denn noch bemerkt, dass ich mich wirklich von keiner Mühe, die an unser Thema gewendet worden ist und noch gewendet werden soll, distanzieren wollte. Ich wollte nicht niederreißen, sondern aufbauen. Ich wollte nicht zerstreuen, sondern sammeln. Ich wollte nicht Nein, sondern Ja sagen. Ich habe es aber nach der mir gegebenen Einsicht nur in der Form sagen können, dass ich an das Wort erinnerte, welches die Kirche als die Gemeinde Jesu Christi immer zuerst und immer als an sich selber gerichtet hören muss. Beschließet einen Rat und es wird nichts daraus, denn hier ist Immanuel. Wir haben es nach meiner Einsicht nötig, mit einem sehr vertrauensvollen, aber auch sehr aufrichtigen Herr, erbarme dich unser, an unsere Arbeit heranzutreten.